Wir waren unterwegs und wollten wissen, ob die Magdeburger Ganesha erkennen. Irgendeine Gottheit. Aber wie die ganz genau heißt, weiß ich auch nicht. Könnte ich jetzt nicht sagen, ob ein Liebesgott? Ja, ein Buddha. So ähnlich, ist eine Gottheit. Ach so, eine Gottheit. Das ist eine Eiskugel. Na, eine Buddha-Statue oder irgend sowas. Obwohl, ja, doch, ich glaube, in Indien ist der Buddhismus verbreitet. Ja, das ist der Elefantengott, oder? Vielleicht für Reichtum, weil er ziemlich gut geschmückt ist, ja? Ja, genau. Ja. Das reicht. Für den Durchschnittsbürger erstmal. Super, vielen Dank. Ja, viel Spaß in Indien. Tschüss. Nächstes Mal schauen wir, was die Inder so über Deutschland wissen. Bis dahin könnt ihr unsere Rundreise durch Indien auf unserem Blog verfolgen.